Während meiner Amtszeit als Präfekt von Judäa war ich vom römischen Kaiser dazu eingesetzt worden, dort für Ordnung zu sorgen und die Herrschaft Roms zu bewahren. Ich habe in meiner Amtszeit viele politische Herausforderungen gemeistert. Eines der kontroversesten Ereignisse war zweifellos die Verhandlung und Verurteilung Jesu von Nazareth. Ich bin Pontius Pilatus, der damalige römische Statthalter von Judäa. Von Jesus hatte ich noch nie gehört. Generell beschäftigten mich aber die Angelegenheiten des jüdischen Volkes nicht sonderlich. Meine Aufgabe war eine politische. Und auf die Interessen und Mentalitäten der jüdischen Bevölkerung nahm ich nur so weit Rücksicht, als es diesem Ziel diente. Moral war mir dabei nicht wichtig. Mit der jüdischen Priesterschaft wollte ich es mir auch nicht verderben, solange diese mir dabei half, das Volk von aufrührerischen Aktionen abzuhalten. Angst hatte ich nur vor Unannehmlichkeiten in Rom. Und dann wurde dieser Jesus vor mich gebracht. Die jüdische Bevölkerung war aufgewühlt und viele hofften sich von diesem Mann, von unserer Herrschaft befreit zu werden. Seine Lehren über Liebe, Gnade und das Königreich Gottes stießen auf Widerstand bei einigen jüdischen Führern, die seine Botschaft als Bedrohung ansahen. Ich versuchte, die Ordnung aufrechtzuerhalten und die Balance zwischen den religiösen Anführern und der Bevölkerung zu wahren. Ich sprach mit ihm, wollte seine politischen Absichten herausfinden, aber er sagte, dass sein Königreich nicht von dieser Welt sei. Vor seinen politischen Ambitionen musste ich keine Angst haben. Aber die Verhaftung Jesu brachte mich in eine heikle Lage. Die Anklagen gegen ihn waren vielschichtig und politisch motiviert. Ich führte Verhöre durch und versuchte, die Wahrheit zu finden. Doch während des Prozesses wurde mir klar, dass viele Menschen Jesus als Bedrohung ansahen, nicht nur für die religiöse Ordnung, sondern auch für die politische Stabilität. Ich erkannte jedoch keine wirkliche Schuld in seinen Handlungen. Und dann kam auch noch meine Frau mit ihrem Traum. Als ich auf dem Richterstuhl saß, schickte meine Frau mir eine Nachricht und ließ mir sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Das gab mir zu denken. In einem verzweifelten Versuch, ihn freizulassen und den aufgebrachten Mob zu besänftigen, schlug ich vor, ihn stattdessen zu geißeln. Doch die Menge war unerbittlich und der Druck der religiösen Elite war überwältigend. Letztendlich gab ich nach und verurteilte Jesus zum Tod am Kreuz. Besonders schlau kam ich mir vor, als ich mit Jesus über Wahrheit sprach. Aber ich erkannte die Wahrheit damals nicht. Und ohne es zu wissen, gab ich mit meiner letzten Anordnung die absolute Wahrheit kund, indem ich oben am Kreuz ein Schild anbringen ließ, das eigentlich als Spott gedacht war. Jesus von Nazareth, der König der Juden, stand darauf in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache, sodass alle es lesen konnten. Aber das war er wirklich. Ein seltsames Gefühl der Unruhe überkam mich, als die Erde bebte und der Himmel sich verdunkelte. Die Worte »Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn« entkamen mir und mir schaudert, denke ich über meine Rolle bei dem Geschehen nach. Jahre sind vergangen und die Ereignisse um Jesus von Nazareth bleiben ein Rätsel für mich. Manchmal frage ich mich, ob ich die Zeichen hätte erkennen sollen, ob ich hätte anders handeln sollen. Aber der Tod dieses Mannes, des wahrhaftigen Königs und Heilands, war nötig. Und auch wenn ich mir meine Rolle vielleicht niemals vergeben kann, weiß ich, dass sie nötig war, um den Plan Gottes voranzutreiben, die Menschheit für immer zu erlösen. Damit du und ich ewig glücklich sein können, musste er sterben.